Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder und ich weiß nicht, ob es euch letztes Mal aufgefallen ist. Ich hatte vergessen, mein Neonschild irgendwie aufzuhängen. Und ich habe das Video angeguckt, beim Schneiden habe ich gedacht, es ist so langweilig. Bin ich das? Und dann ist mir aufgefallen, nein, das bin nicht ich. Das ist der Hintergrund, der einfach langweilig war. Es war diese graue Wand und ich hatte mein LED-Schild nicht. Jetzt habe ich es wieder aufgehangen und es hat schon ein bisschen mehr Pep. Nichtsdestotrotz, wir machen heute das, was ich euch letztes Mal schon angekündigt hatte, nämlich ein Asia-Special. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ich weiß, dass ich das häufig sage, aber jetzt freue ich mich wirklich, weil das ist wirklich ganz nah an meinem Herzen, alles, was mit der asiatischen Kosmetik zu tun hat. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt hatte. Ich wollte eigentlich letztes Jahr mit meiner Tochter nach Seoul, also nach Südkorea, und hatte mir fest vorgenommen, mit 3 leeren Koffern hin und mit 3 kompletten vollen Koffern wiederzukommen und mich durch all die Kosmetik zu probieren und die es da gibt. Und die haben einen Laden, der nennt sich Olive Young, glaube ich, ne? Genau. Ist vergleichbar mit unseren Drogerieprodukten, aber das müsst ihr euch über 3 Etagen vorstellen. Die haben ganze Straßenzüge nur irgendwie für Kosmetik. Also es ist wirklich mein Mecker, ne? Aber Corona kam dazwischen, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Das mache ich auf jeden Fall. Und dann schwöre ich euch, werde ich das erste Mal in meinem Leben einen Vlog machen. Also so ein tägliches begleitet mich irgendwie in meinem Leben. Genau, das mache ich. Und bevor wir aber mit diesem wirklich tollen Video beginnen, möchte ich nochmal zu 2 Dingen kurz Stellung nehmen. Ich finde es wirklich ganz toll. Ich sage euch das immer wieder. Ich liebe euer Feedback und auch die Kritik. Und ich habe wirklich die tollste Community ever, weil ihr es auch hinbekommt, selbst eine Kritik an mir oder an dem, was ich sage, so freundlich und nett zu formulieren, dass es auch wirklich Spaß macht, darauf einzugehen. Deshalb wollte ich ganz schnell 2 Sachen sagen. Curel, ja. Curel habe ich als zu den Koreanern eingeordnet, das stimmt nicht. Curel ist japanisch. Auch die Japaner machen ganz tolle Kosmetik. Ich habe 2, 3 andere Labels, die ich auch ganz toll finde, aus Japan. Curel gehört definitiv nach Japan und nicht nach Südkorea. Vielen Dank für den Hinweis. Ich wusste das eigentlich auch. Kann man jetzt mal bauen. Aber irgendwie bin ich durcheinander gekommen. So, und das Zweite habe ich in meinem letzten Video über Ceramide vorgestellt, und zwar die Paula's Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream. 2 Probleme hatte jemand damit, und da möchte ich auch noch mal kurz was dazu sagen, denn es stimmt. Das eine Problem, was jemand hat, ich muss mal gucken, ob ich das hier einklinken kann, wenn ich den Kommentar noch mal finde. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, so war irgendwie der Tenor, weil du gesagt hast, das soll man morgens verwenden, aber Retinol soll doch angeblich lichtempfindlich machen, die Haut. Das stimmt. Tatsächlich ist es aber so, dass es dann auch egal ist, ob du das Retinol am Abend vorher aufgetragen hast oder am Morgen. Es ist immer wichtig, essentiell würde ich sagen, zu Retinol immer einen hohen Lichtschutzfaktor, also 30 Minimum, 50 wäre besser, aufzutragen. Das dazu. Und ich habe gesagt, dass hier in dieser Creme Vitamin C und Retinol ist. Und da sagte mir auch jemand zurecht, ja, du hast doch mal gesagt, Säure darf man nicht mischen. Das stimmt, habe ich auch mal gesagt. Und da habe ich mich ja auch weiterentwickelt. Und auf Französisch gibt es einen Satz, der heißt, ja, rien que les idiots qui changent jamais d'avis, was so viel heißt wie, nur die Idioten ändern niemals ihre Meinung. Tatsächlich ist die Forschung ein bisschen vorangeschritten, und es gibt diverse Studien mittlerweile, die sagen, dass man sehr wohl Retinol mit Vitamin C mischen kann, und das hat eben Paula's Choice in dieser Creme gemacht. Deshalb, ich habe nicht meine Meinung geändert, es ist einfach nur so, dass die Forschung vorangeschritten ist und ich mich dem Fortschritt angepasst habe. So, das dazu, starten wir jetzt mit dem Video, über das ich mich wirklich sehr freue, und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, nehmt euch ein Käffchen. Mädels, wir legen los. Beginnen wir mit einem Produkt, das wirklich aus Korea kommt, aus Südkorea, und zwar The Pew Aqua Repair Cream. Einer der Hauptbestandteile, und deshalb fand ich das so interessant, ist Rosenwein. Und erst habe ich Roséwein gelesen und dachte, geil, nehme ich, ist meins. Nein, Roséwein, der auf eine ganz spezielle Art und Weise fermentiert wird. Also die Rosenblätter werden fermentiert, und während dieses Fermentierungsprozesses wird Rotwein dazugegeben. Und das verstärkt sozusagen diese antioxidative Wirkung des Rotweins, was der Rotwein ist ja sowieso grundsätzlich, auch wenn du den trinkst, deshalb liebe ich es, Rotwein zu trinken, schützt das die Zellen. Man sagt ja tatsächlich, ein Glas am Tag Rotwein schützt die Zellen, der Alterungsprozess soll verlangsamt werden und noch ganz viele andere Dinge, die ganz toll sind. Aber in dem Fall ist es wirklich durch die Fermentierung
hat das diese zellschützende, also diese hautzellschützende Wirkung. Es ist außerdem auch noch Aloe Vera dabei. Aloe Vera hat von sich aus Vitamin A, C, D, B-Vitamine und so weiter, entzündungshemmend, sehr feuchtigkeitsspendend, Centella Asiatica, ihr wisst, das ist ja bei den Asiaten ein Tigergras, ein Inhaltsstoff, den sie wahnsinnig gerne überall reinmachen, weil tatsächlich, selbst wenn du das äußerlich nicht siehst, die Haut hat jeden Tag eigentlich mit so kleinen Entzündungsprozessen irgendwie zu tun und das Centella Asiatica hilft dir, es ist entzündungshemmend, es reguliert die Sebumproduktion, die Teigproduktion, antioxidativ auch, es fördert die Kollagenproduktion und Silberrohr. Silberrohr ist ein chinesischer Speisepilz, der sowieso schon sehr lange als absolutes Superfood gilt, aber die Kosmetik hat es jetzt auch für sich entdeckt. Wirkt ähnlich wie Hyaluron, also sehr feuchtigkeitsspendend, auch das regt die Kollagenproduktion an, auch ein ganz toller Inhaltsstoff. Und als allerletztes war da noch weiße Sumpfblumenöl. Das versorgt angeblich auch die Haut nochmal mit so einem extra Feuchtigkeitskick und sorgt aber auch, dass die Fettsäureschicht sozusagen nochmal aufgebaut wird. Ganz tolles Produkt. Es ist vor allen Dingen etwas für die, die diese leichten Cremes bevorzugen oder die sagen, ich brauche was für morgens als Make-up-Unterlage. Zieht super schnell ein, ist ein Anti-Aging-Produkt, ne, am Ende des Tages. Ehrlich gesagt, ich würde euch eigentlich auch nur, weil wir sind ja alle keine 12 mehr, nur noch Dinge vorstellen, von denen wir profitieren. Ne? Es sei denn, du sagst, okay, jemand hat mich mal gefragt, ob ich mal ein Special mache für Teenager, weil meine Tochter ja jetzt irgendwie 14 ist. Das kann ich gerne mal machen. Also wenn da wirklich Interesse dran ist, dann mache ich das. Ich stelle mir allerdings das Gesicht meiner 55-jährigen Freunde vor, die darauf warten, dass ich ein Anti-Aging-Produkt vorstellen und denken, wie BB-Cream. Egal. Anyway, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr leichte Creme. Ich finde sie ganz toll. Sie zieht super schnell ein. Ich habe sie noch nicht weiter verschenkt, deshalb kann ich nicht sagen, wie andere sie finden. Aber in den Bewertungen, die ich auf der Seite gelesen habe, wo habe ich das her? Ich glaube, bei Shishishiri habe ich das auf der Seite gesehen. Die Bewertung wirklich durchgehend ganz klasse. Auch Leute, die sehr zu Akne neigen oder schnell irgendwie Pickelchen bekommen und so, sind sehr zufrieden mit der Creme. Probiert sie mal aus, gebt mir euer Feedback. Kommen wir zur nächsten. Über das nächste Produkt freue ich mich sehr, denn die InStyle hat es, glaube ich, mehrfach ausgezeichnet als Produkt des Jahres. Es ist aus dem Hause IPO Expert Firming Ampoule. Es hat, eines der Hauptinhaltsstoffe ist Idebenon. Idebenon ist ein synthetisch hergestellter, also ein im Labor hergestellter Stoff, der ganz, ganz reich an Antioxidantien ist. Und ursprünglich, das ist auch so ein klassisches Off-Label-Use, ursprünglich wurde dieser Stoff entwickelt, um während einer Organtransplantation dafür zu sorgen, dass die entnommenen Organe nicht oxidieren, was in dem OP-Prozess wohl der Fall sein kann. Außerdem hat man dann aber festgestellt, Moment, äußerlich angewandt, wirkt es ganz toll auf der Haut. Es mindert die Faltentiefe nachweislich. Es hilft bei der Hyperpigmentierung. Also weißt du, all diese kleinen Sonnenschäden oder durch andere. Es gibt Leute, die nehmen Antibiotika, gehen in die Sonne 10 Minuten und haben dann, das hatte ich mal, das ist allerdings auch reversibel, diese Pigmentflecken. Es hilft, die Kollagenproduktion anzuregen, es strafft die Haut, das habe ich eben schon gesagt, ne, die kleinen Fältchen, aber es gibt ja auch unfassbar viel Feuchtigkeit. Es ist wirklich eines, ich würde mal sagen, der Entdeckung des Jahres und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das mir selber geholt hätte. Ich habe das auf der Seite von Shishishiri nämlich gefunden und habe mir da so ein bisschen ein paar Bewertungen und Bestseller und so weiter angeguckt und da war eben dieses Produkt. Dann bin ich irgendwann mal bei meinem Arzt gewesen und guckst so die InStyle durch und denk, warte mal, habe ich das nicht irgendwo mal gesehen? Habe es mir geholt und ich sage euch Leute, das ist ein wahnsinnig gutes Produkt. Es ist sehr dickflüssig und ganz ehrlich, da stehe ich drauf, weil Dinge, die bei mir schnell einziehen, die wirken nicht. Das kann man nicht immer sagen. Aber es ist schon mal eine vertrauensbildende Maßnahme bei mir, wenn du ein Produkt hast, was, seht ihr das? Das läuft gar nicht runter. Nein, das seht ihr überhaupt nicht. Es legt sich wirklich ganz toll auf die Haut. Ich würde trotzdem sagen, dass es gut einzieht, aber es hinterlässt dieses satte, feuchte Gefühl auf der Haut, was ich unbedingt brauche. Das ist natürlich etwas, was ich abends benutze und was ich stattdessen benutzt habe, statt meines Bee-Pollen von Misha. Und ihr wisst, also da habe ich wirklich eine liebevolle Beziehung zu meinem Misha Bee-Pollen-Serum. Nur wenn ich andere Produkte ausprobiere, dann muss ich damit natürlich aufhören, was mir manchmal sehr schwer fällt und sich auch mal recht.
Aber hier, das ist wirklich ein so tolles Substitut. Was ist da noch drin? Rosmarinöl ist da noch mit drin, hilft auch bei Entzündung. Die Yamswurzel ist darin, das kurbelt auch nochmal die Kollagenproduktion an und Peptide sind darin. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich sag's euch gleich von all den, na obwohl, das kann ich nicht, ich wollte gerade sagen, von all den Sachen dürft ihr, wenn ihr euch eins aussuchen dürftet, wäre es das. Wir machen mal am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt. Also, klasse Produkt von Ipo. Kommen wir zum nächsten. Kennt ihr diesen Trend, dass im Moment sozusagen alles in festen Seifen verkauft wird? Du kannst Shampoo in fester Form haben, du kannst Conditioner in fester Form haben und so. Ich muss sagen, ich habe mal ein Shampoo ausprobiert, weil ich es euch vorstellen wollte und das fand ich so schlimm. Ich fand auch dieses Prinzip, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde die Haare so reiben und als ich das dann erst vorher in die Hand gemacht habe und dann auf die Haare war es nicht genug. Also, ich habe es euch nicht vorgestellt, weil es einfach nichts für mich war. Aber ich wollte mal eine Abschminkcreme oder ein Abschminkprodukt haben, welches ich eben gut mit auf Reisen nehmen kann. Weil das ist ja das Tolle, wenn du irgendwie nur Handgepäck hast. Und ich bin ja häufig mal 2-3 Tage nur unterwegs, dass du etwas hast, was eben keine Flüssigkeit ist, was du gut in deinem Handgepäck mitnehmen kannst. Und eben nicht als Flüssigkeit gilt. Und gefunden habe ich von Claire's Pore Gentle Black Sugar Charcoal Soap. Die packe ich immer wieder in die Verpackung, ehrlich gesagt, weil es nämlich eine Creme, eine Seife ist, die schwarz ist. Die besteht aus Aktivkohle, Natriumhydroxid ist dabei, das ist so ein pH-Regler der Haut, sag ich mal. Die hat mir wirklich gut gefallen. Das ist vor allen Dingen ganz klasse für Leute, die sehr ölige Haut haben, aber die trotzdem an einigen Stellen trockene Haut haben. Das ist durchaus, also Thomas ist zum Beispiel einer, der ist sehr, 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 sehr an der Stirn und hier um die Nase und so weiter, aber hier um die Augen herum, an den Wangen und so weiter, ist der eher trocken. Das heißt, wenn der häufig Produkte benutzt, die für ölige Haut sind, gibt ihm das nicht genug Feuchtigkeit. Das war etwas, was ich festgestellt habe, was die Haut sehr gut reinigt, wirklich ganz toll. Da brauche ich teilweise nur einen Schritt. Ihr wisst, ich bin normalerweise ein Fan dieser Zwei-Phasen-Reinigung, aber wenn ich jetzt kein Make-up drauf habe, dann reicht mir manchmal ein Schritt. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, das holt mir alles runter. Es ist toll bei Mitessern, bei Pickelchen. Meine Tochter benutzt es auch. Ich habe ihr allerdings ein eigenes geholt, weil ich das ein bisschen unhygienisch fand, wenn wir jetzt alle irgendwie an demselben Ding rumschubbern. Klasse Produkt. Es hat außerdem ganz viele pflegende Eigenschaften. Es hat Jojobaöl, es hat Rizinusöl, es hat Macadamiaöl. Also wirklich das, von dem ich eben auch gesprochen habe, es reinigt nicht nur gut, sondern es pflegt auch ganz, ganz toll. Es reguliert die Teigproduktion und es sieht so aus, als hätte ich es nie benutzt. Ne? Ich benutze das seit 3 Monaten und es ist immer noch wirklich ganz toll. Es hat hier so kleine Reliefs, wo ich mich manchmal frage, ob es eigentlich dafür gemacht ist, dass man das so unterteilt, ne? Wie in so einem Schokoladenblock, wisst ihr. Habe ich aber nicht hingekriegt, wollte ich jetzt nicht zerschneiden. Könnte man natürlich auch machen. Dann ist es sogar noch hygienischer. Kommen wir zum nächsten Produkt. Das nächste Produkt hätte ich mir definitiv niemals selber gekauft. Es war allerdings in einem Kalender von YesStyle drin. Dieser Kalender 2021 letztes Jahr, der mir auch diese ganz tolle von Purito, die ich euch in den, im Ceramide-Video vorgestellt habe, die war auch da drin, hätte ich mir auch nicht geholt. Und ich liebe das wirklich. Dinge, oder die ihr mir vorschlagt, die ich mir selber nicht besorgt hätte und dann habe ich sie und dann finde ich sie ganz toll. Das Produkt ist aus dem Hause Cica Hyaluro. Ich blende euch das oben ein, bevor ich jetzt dem armen Hersteller für immer sein Label kaputt mache. Es ist die Cica Bubble Sparkling Booster. Cica ist im Prinzip die Kurzform für Centella Asiatica. Das ist ein, und da war ich mir nicht ganz klar am Anfang, als ich es aus dieser Verpackung geholt habe, als ich aus der, aus dem Kalender geholt habe, wozu das gut ist. Es hat so kleine Sachets, darauf stehe ich schon mal, weil ihr wisst, habe ich ja gerade gesagt, ich bin häufig auf Reisen, die sehen so aus. Das Produkt selbst ist sehr, sehr grün und es war mir trotzdem nicht klar, was das ist. Es ist im Prinzip ein Reinigungsprodukt und ich schwöre euch, dass das ist zum Beispiel etwas, das könnt ihr euren Teenagern, Töchter geben oder eben die Leute, die ganz viel mit Pickeln und Mitessern und so weiter zu tun haben. Es ist eben hochdosiert Centella Asiatica, wie ich gesagt habe, die Haut beruhigt, was die Haut den Heilungsprozess ankurbelt, was
was antioxidativ wirkt, was die Haut zum Erneuern anregt, also zellerneuernd anregt. Also Centella Asiatica ist ganz hochdosiert darin. Außerdem haben sie noch Allantoin. Das habe ich euch mal erzählt. Das ist auch ein Produkt, was sozusagen die Kollagenproduktion wieder anregt, was auch sehr, sehr hautberuhigend wirkt, feuchtigkeitsspendend ist. Also es sind all diese Komponenten, die einerseits pflegen, Hyaluron ist auch darin, die einerseits pflegen, aber andererseits wirklich für die Haut ist, die sehr von Mitessern geplagt ist, die sich leichte Entzündungen hat und so, also die klassische Teenagerhaut oder eben die Leute, die auch so mit Mitessern, also Thomas hat zum Beispiel selbst in seinem Alter noch ganz, ganz viele Pickelchen und so. Das Einzige, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, am Anfang, wenn ihr das benutzt und ihr jetzt zum Beispiel nicht das ganze Gesicht voll habt, am nächsten Tag habt ihr hier, da, so und so weiter Pickel. Holt euch aber wirklich alles raus, aber danach ist die Haut und deshalb mag ich dieses Produkt auch. Ich neige natürlich nicht zu Pickeln, oder was heißt natürlich, ich neige nicht zu Pickeln und Mitessern, aber ich habe festgestellt, dass das wirklich ein Produkt war, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass dann die Haut so schön glatt und ausgeglichen, also so der Teint auch so ausgeglichen war. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es ein bisschen uncool, ehrlich gesagt, die Sachets haben mir dann am Ende doch nicht gefallen. Es ist toll, wenn du das irgendwie als Alternative hättest, aber wenn das in irgendeiner Tube wäre, wäre es mir ehrlich gesagt lieber, ist einfacher zu dosieren. Es ist manchmal wie bei so einer McDonald's-Tüte, kennt ihr die? Die Ketchup-Tüten. Wenn ihr die blöd aufreißt, dann habt ihr das beim Rausmachen überall und dann habt ihr die Hälfte nur auf eurer Pommes, nervt. Toll, für die Darreichungsform nicht unbedingt optimal, aber ansonsten wirklich ein klasse Produkt. Bei dem folgenden Produkt war ich mir unsicher, ob ich es euch überhaupt vorstelle, denn es scheint ein Fehler zu sein in der Produktion. Kette, von dem ich hoffe, weil als ich geguckt habe bei YesStyle, habe ich gesehen, dass nicht nur ich das Problem hatte, sondern fast alle, die dieses Produkt sozusagen im ersten Run irgendwie erworben haben. Es fehlt nämlich die Pumpe darin. Und zwar ist es das Produkt MediPeel Peptide 9 All-in-One Essence. Das sieht so aus. Und wenn ich sage, es fehlt die Pumpe, dann machst du so und es kommt nichts raus. Warum? Weil dieses, ja, das Ding da drin fehlt, ne? Und da war ich erstmal ein bisschen abgeturnt, weil ich gedacht habe, okay, nicht wahnsinnig ein Schnäppchen das Teil, aber ich bin ja so ein Fan von Peptiden und habe so viel darüber gelesen und habe mir gedacht, wow, 9 verschiedene Peptide, also es gibt grundsätzlich über 100 verschiedene Peptide, aber so in der Kosmetik werden ja so 10 irgendwie und ganz besonders beliebt sind Kupferpeptide. Kupferpeptide sind ganz toll für die Faltenminderung, wirklich nachgewiesen. Es minimiert diese Trockenheitsfältchen, es ist ganz toll für die Hautelastizität, sehr feuchtigkeitsspendend. Also Kupfer, ich muss mal gucken, ich glaube, es gibt auch so eine Kupferkur, die man oral einnehmen kann. Da habe ich jetzt nicht recherchiert, aber Kupfer ist bekannt dafür, dass es viele gute Eigenschaften hat, was die Menschen betrifft. Vielleicht, falls einer von euch weiß, was das oral irgendwie macht, dann schreibt mir das unten rein, das würde mich wirklich interessieren. Aber zurück zu dem, ich war mir unsicher, soll ich das machen oder nicht? Aber das Produkt an sich hat mich so sehr überzeugt. Es ist, wie gesagt, in der Handhabung jetzt ohne das Teil ein bisschen uncool. Es hat außerdem aber Niacinamide. Ihr wisst, Niacinamide ist auch so ein ganz tolles Anti-Aging-Produkt. Die kleine Schwester vom Retinol trägt dazu bei, dass die Kollagenproduktion, also all das, was wir wollen, ne? Kollagen trägt zur Elastizität bei. Der Haut, das ist ja das, was uns bisher verloren gegangen ist. Niacinamide ist aber auch ein ganz, ganz kleiner Peeling-Effekt. Wie gesagt, tut im Prinzip das, was Retinol auch macht, ohne dass es die Haut so lichtempfindlich macht. Das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Außerdem hat es auch noch Hyaluron, das heißt, das durchfeuchtet schön die Haut. Es ist einer der Produkte, von denen ich fast sagen würde, da habe ich die meiste Wirkung nachher auf meiner Haut gesehen. Es ist ein ganz hautverfeinerndes Bild auch. Klasse Produkt. Also es ist fast alle. Ich hoffe, dass wenn ich mir das nächste Mal bestelle, dass da diese Dings da dran ist. Klasse. Also falls jemand von euch mal auf der Suche nach wirklich hochwertigen und hochprozentigen Peptidprodukt ist, dann seid ihr hiermit auf jeden Fall gut bedient. Ich habe ein Peeling entdeckt, welches mir viel Spaß gemacht hat. Und zwar nicht nur die Darreichungsform, sondern auch die Zusammensetzung. Es ist aus dem Hause Etude House oder auch Etude. Das Vita C Talk Peeling Pads. Steht leider nicht drin, wie viele Peeling Pads das sind. Es sind auf jeden Fall enorm viele. Und das macht mir Spaß, weil manchmal
Ich mag, ihr kennt ja meine Abendroutine, ne? Da habe ich ja 1000 Schritte und da muss ich mich hier noch was machen. Morgens habe ich es genauso, habe ich glaube ich 6 oder 7 Schritte. Ich benutze Vitamin C am Morgen und wenn ich da nach der Reinigung einfach mit so einem Peeling-Pad einmal kurz drüber gehe, ohne dass ich da noch eine Schicht sozusagen an Produkt drauf mache, dann fand ich das irgendwie ganz, ganz spannend. Sehr gut gefallen. Es hat AHA, BHA und PHA-Säuren. AHA, Alpha-Hydroxic Acid, habe ich euch in meinem... Ich mache mal ein Peeling-Video, da erkläre ich das nochmal ein bisschen ausführlicher, sag ich mal. Aber die Säuren werden aus verschiedenen Komponenten, sag ich mal, gewonnen. AHA-Säuren häufig irgendwie aus Früchten und sie tun auch was Verschiedenes für die Haut. Das eine ist eher für Mitesser, Pickel und so weiter. Das andere reguliert die Teigproduktion und hilft bei der Erneuerung. BHA ist übrigens auch, also Beta-Hydroxic Acid, ist besser bekannt als Salicylsäure. Und PHA ist tatsächlich das mildeste unter den Säuren, sag ich mal, wird häufig Milchsäure, Mandelsäure und so weiter. Das sind diese PHA-Säuren und die sind sehr gut verträglich für alle, sag ich mal. Die, ich habe euch mal was vorgestellt, glaube ich, von Srivectin. Das hatte nur Mandelsäure, was ganz, ganz Tolles. Ich klinke euch das nochmal ein. Was ganz Tolles für die Leute, die sagen, ich kann gar keine andere Säuren vertragen, also nichts mit AHA oder BHA. Ich brauche was ganz, ganz Mildes, dann ist das ein tolles Peeling bzw. ein Toner ist das in Tonerform. Hier finde ich, wie gesagt, die Darreichungsform ganz toll. Es hat außerdem noch Niacinamide, habe ich eben drüber gesprochen, ganz toll. Und es hat, Fun Fact, Lakritze bzw. die Süßholzextrakt noch dabei, was sehr hautaufhellend. Da habe ich im ersten Mal gesagt, ich will meine Haut aber nicht aufhellen. Tatsächlich gleicht es so ein bisschen dein Teint aus, ne? Also auch wenn ihr so in den Spiegel guckt und das Gefühl habt, wieso ist doch alles eine Farbe. Ihr kommt auf die Welt und habt ein Top-Teint, da ist wirklich alles sozusagen eine Farbe. Ansonsten habt ihr schon so, hier ist es mal ein bisschen dunkler und da habt ihr mal so einen kleinen Fleckchen, wie gesagt, von der Sonne oder vom Alter oder von was auch immer. Die Haut wird einfach unruhiger und damit könnt ihr das so ein bisschen ausgleichen. Klasse Produkt, sind unfassbar viele drin. Ich benutze es schon seit 2 Monaten und guckt euch mal an, wie viel ich noch darin habe. Immer so eine... Ihr nehmt euch ein kleines Pad raus, der ist wirklich viel, viel Produkt. Das ist wirklich, also das, kommt da sogar ein Tropfen raus, wenn ich das mache? Ja, genau. Also da ist wirklich viel, viel Produkt drin. Häufig, wenn es so Pads gibt, holst du die raus und nach 1-2 Monaten trocknen die so langsam aus. Dann musst du die immer so ein bisschen anfeuchten, damit du das Produkt da rausbekommst. Das ist hier nicht der Fall. Da haben sie wirklich nicht gespart mit. So, kommen wir jetzt zu dem, worauf ich mich die ganze Zeit schon freue. Und zwar Propolis, alles was mit Honig zu tun hat. Ihr wisst, mein All-Time-Favorite, mein Holy Grail. Wenn ich nur noch ein einziges Hautpflegeprodukt haben dürfte, wäre das Misha Bee Pollen. Ihr könnt es nicht mehr hören, ne? Ich weiß, ich auch nicht. Ich kann es auch nicht mehr sagen, aber es ist einfach wirklich das tollste Produkt ever. The next best thing, muss man wirklich sagen. Und da war ich sehr, sehr gespannt, weil viele das Produkt, was ich euch jetzt vorstelle, mit dem Bee-Pollen verglichen haben. Und es gibt tatsächlich einige, die empfinden das als nochmal eine Schippe obendrauf. Und zwar ist es vom I'm From, das Honey Serum. Das Prinzip ist dasselbe. Es sieht auch ähnlich aus. Ich finde, dass das von Misha noch ein wenig gehaltvoller ist. Und für die vielleicht gesagt haben, das Prinzip gefällt mir ganz gut, aber es ist mir einfach zu viel, die werden vielleicht mit dem Produkt ganz happy werden. Eines der absoluten Bestseller bei Yes Style und auch bei Stylevana und ich weiß gar nicht, ob iHerb das hat, aber in meiner Recherche habe ich wirklich seitenlange Reviews und auf YouTube flippen die Leute bei diesem Produkt aus. Es ist so... Also die Basis ist natürlich Bienenwachsextrakt, Propolis. Ich weiß gar nicht, habe ich mir das aufgeschrieben? Nee, ich habe nicht eruieren können, zu welchen. Doch, es ist 30,63% Bienenpollenextrakt hier drin. Also das. Und interessanterweise, meine Großmutter hat auch immer, ich glaube, zu allen Wunden, die sie irgendwie im Gesicht, am Fuß, am Bein, irgendwo hat sie einfach puren Honig drauf gemacht. Sie fand, dass das wäre das Allheilmittel, sobald du irgendwelche Verletzungen der Haut hast. Es ist wundheilend tatsächlich. Du sollst ja auch, wenn du irgendwie ein Pickelchen hast, wirklich puren Honig einfach drauf machen, halbe Stunde einwirken lassen und angeblich soll es dann weg sein, wenn ihr Erfahrung damit habt. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es auch noch nie gehört, aber ich fand es
Also es macht Sinn für mich, weil diese Produkte mit Pollen, also mit dem Bipollenextrakt, mit dem Bienenwachsextrakt, bei mir wie Bombe wirken. Sehr, 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 sehr feuchtigkeitsspendend. Es ist nicht nur was für, vielleicht könnte man das Misha für den Winter benutzen, Bipollen, und das vielleicht für den Sommer, weil das ein bisschen leichter ist. Ganz klasse Produkt. Wirklich, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Lange nicht mehr gesagt, ne? Entschuldigung, ich habe gerade so einen Scheißhunger auf dem roten Heringssalat. Den muss ich jetzt einmal kurz aufessen und dann bin ich wieder da. Entschuldigung. Gut, Leute, tut mir leid. Weiter geht's. So. Der absolute Bestseller zum Thema, sag ich mal, Produkt mit Honig ist auch aus dem Hause I Am From, und zwar die Honey Mask. Und wenn du auf die Seite von I Am From gehst, ich habe es bei Yesterday bestellt, aber auf der Seite von I Am From, wo ich nochmal nach Inhaltsstoffen geguckt hatte, steht auch, dass sie irgendwie mehrfach ausgezeichnet worden sind und das auch, weiß ich nicht, von der Zeitschrift Allure und Harper's Bazaar und so weiter als absolutes Top-Produkt gewertet wurde. Ich finde, ich weiß ja, dass die Asiaten diese Sheet Mask ganz toll finden. Es gibt nur ganz wenige, die bei mir nicht sich verrutschen. Und ich hasse es, mich 20 Minuten hinlegen zu müssen mit einer Maske auf dem Gesicht. Ich mag das gerne einmal auftragen und dann irgendwie was anderes machen. Und die meisten rutschen und das nervt mich. Deshalb liebe ich Masken, die du mit einem Pinsel aufträgst und wo du irgendwie deines Weges gehen kannst. Und diese Maske ist ganz, ganz toll. Sie besteht zu 38% aus Honig, was aus dem Jirisan-Gebirge in Korea, das Produkt ist wirklich aus Korea gewonnen wird. Es hat auch noch Macadamia-Öl, es hat Jojoba-Öl, es hat Haselnussöl. Also so ein tolles Produkt, das sollst du einwirken lassen, 15 Minuten Minimum bis eine Stunde Maximum. Und ich würde euch auch immer raten, nicht nur bei dieser Maske, sondern grundsätzlich bei Masken, die maximale Einwirkzeit auch nicht zu überschreiten, weil sonst häufig Produkte, wenn sie eben auf deiner Haut eintrocknen, genau das Gegenteil tun, sie entziehen der Haut sozusagen wieder Feuchtigkeit. Auch das habe ich erst gelernt vor einigen Jahren, weil ich gedacht habe, naja, je länger, desto besser, aber das ist nicht der Fall. Wenn eine Maske auf deinem Gesicht trocknet, ist das ehrlich gesagt ziemlich kontraproduktiv. Also maximal eine Stunde wirklich schön dick drauf machen und ihr werdet sehen, eure Haut ist prall und sieht einfach so rosig aus und die Wirkung hält auch vor allen Dingen. Danach gefolgt von dem I Am From Serum und ihr seid, also gerade im Winter, wirklich auf der ganz, ganz sicheren Seite. Tolles Produkt, es riecht himmlisch, ne? Es riecht wie, oh, es riecht wirklich wie Honig, es sieht auch aus wie Honig. Vielleicht könnte man sich preiswerterweise einfach Honig aufs Gesicht machen, Jasmina. Genau, das ist das Produkt, ich liebe es. Sagt mir, falls einer von euch überhaupt eine der Produkte, die ich vorgestellt habe, schon kennt, dann sagt mir was dazu. Gerne auch über mein Lieblingsprodukt mit Misha Bipollen, aber da habe ich schon so viel Feedback von euch bekommen und da bin ich ganz, ganz dankbar. Wir haben noch zwei Produkte, ihr Lieben. So, das nächste Produkt ist aus dem Hause bei Wishtrend und nennt sich Polyphenols in Propolis 15% Ampulle. Man muss kein Detektiv sein, um zu wissen, dass da Propolis drin ist. Und dann würdet ihr euch fragen, Mensch, Jasmina, jetzt hast du uns schon drei Produkte vorgestellt. Brauchen wir noch ein viertes? Wahrscheinlich nicht. Aber warum ich euch dieses Produkt gerne ans Herz legen würde, ist Polyphenol. Polyphenol ist ein ganz, ganz starker Oxidant, der aus dem Traubenkern gewonnen wird. Und das soll wohl ein ganz, ganz klasse Anti-Aging-Mittel sein, was gerade sozusagen auf dem Vormarsch ist in den letzten Jahren und was, ich würde sagen, zu den unterschätzten Inhaltsstoffen im Moment gehört und die es wert sind, einmal näher unter die Lupe genommen zu werden. Es mindert die Faltentiefe, es repariert aber schon vorhandene Hautschäden in den Zellen. Es ist ein freier Radikalfänger, es schützt vor UV-Strahlen, vor Schmutz, vor das, was uns täglich sozusagen versucht, von außen anzugreifen. Es hat eine sehr, sehr leichte Konsistenz, weil anders als das Misha Bipollen und das Honey Serum, was ja wirklich sehr reichhaltig ist, ist das etwas, was wirklich sehr, sehr schnell einzieht, aber trotzdem seine Wirkung nicht verfehlt, wie ich gefunden habe. Ich hatte es mir, als ich das erste Mal ausprobiert hatte, hatte ich es mir hier oben auf die Hand einfach aufgeschmiert, ne? Und das ist auch ein guter Indikator, weil meine Hand, die Haut hier ist ähnlich dünn, wie sie auch zum Beispiel unter den Augen ist. Und für mich persönlich ist das ein guter Indikator. Wenn da etwas auch sozusagen lange
noch zu fühlen und zu spüren ist, dann ist das ein Produkt, was mich jetzt nicht nach 3 Stunden irgendwie im Stich lässt. Mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist außerdem geruchsneutral, es hat keine essentiellen Öle. Es gibt ganz viele, die sagen, diese ganzen ätherischen Öle und so weiter, das wollen sie nicht auf der Haut haben. Das ist ein sehr, sehr pures Produkt. Würde mich interessieren, falls ihr das schon kennt. Ich habe es ehrlicherweise jetzt, ich würde mal sagen, 2-3 Wochen benutzt. Ein Langzeiteffekt kann ich euch noch nicht sagen, aber es hat mir von den Inhaltsstoffen ganz toll gefallen. Ich gebe euch nochmal Feedback, wenn ich es länger benutzt habe, aber klasse Produkt und tolle Neuheit. Kommen wir zum letzten Produkt und das ist ein Haarprodukt. Und ich stelle ganz selten Haarprodukte vor, weil sie mich erstmal selten begeistern. Und wenn sie das mal tun, dann muss ich es auch gleich euch mitteilen. Und wir haben ein Conditioner aus dem Hause L'Adore Wonder Balm Professional Salon Care. Es hat 20 verschiedene Aminosäuren, es hat Proteine, es hat ganz viele, als ich mir die Inhaltsstoffliste durchgeguckt habe, habe ich gesagt, ist das eine Creme fürs Gesicht? Es hat ganz viele dieser pflegenden Dinge, die du eben auch fürs Gesicht verwendest. Aloe ist da drin, Glycerin ist da drin. Meine Mutter würde einen Anfall bekommen, wenn sie mich jetzt hört. Ne? Da drin, sagt sie immer, gibt es nicht. Darin. Aber gut, wir haben festgestellt, es gibt das eine oder andere, was sich bei mir auch nicht ändern wird, rein grammatikalisch. So, das hat mich wirklich umgehauen, das Teil. Ihr müsst ja wissen, ich habe ja Extension, ne? Da habe ich ja nie ein Geheimnis drum gemacht. Und diese Extension haben so eine Halbwertszeit, also die, weiß nicht, die kannst du 3 Monate, ja? 3 Monate hast du diese Tape in der Extension, danach musst du die einmal durchtauschen, weil sie dann wahnsinnig splissig sind. Das kannst du auch nicht mehr retten. Und ich sage mal so, die letzten 2-3 Wochen sind auch immer so ein bisschen, da merkst du das, da gehen die Haare hier unten so auf, da sehen die so verfilzt aus und ich habe so viele Dinge ausprobiert, damit sich diese Haarfollikel wieder schließen und sie nicht so aufgehen und nicht so splissig hier unten sind, aber trotzdem nicht so schwer, dass sie mir einfach nur darunter hängen. Ich habe nie was gefunden bisher, wirklich. Egal wie viele, ich habe sie auch teilweise einwirken lassen, dann mal über Nacht, also nur so die Spitzen und so. Du wäschst es raus und dann ist es, als wäre das Produkt nie da gewesen. Das Ding hat mich wirklich geflasht, weil ich das... Du sollst es 1 bis 2 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Du kannst es aber auch maximal 15 Minuten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst nach den 2 Minuten hat dieses Produkt Wunder gewirkt für meine wirklich splissigen. Und da sage ich euch, da siehst du einen Soforteffekt. Ne? Also vorher war es irgendwie so und auch gerade so, das sah so unattraktiv aus, weil das so, ihr müsst euch das dann, das zieht sich dann so nach oben. Na, jetzt sieht es natürlich irgendwie... Wisst ihr, dann wird das hier so splissig. Und das war wirklich, ich habe mir danach die Haare geföhnt und es war wirklich so, die Haare sahen schön sanft und weich aus und fühlten sich auch toll an, überhaupt gar nicht mehr trocken. Es hält 2-3 Tage vor, würde ich sagen. Und je öfter ich das benutzt habe, desto weniger. Also zum Schluss kam ich zu meiner Friseurin, zu Jenny und die sagte, ach, ist jetzt eigentlich schon wieder so weit? Weil deine Haare sehen noch so toll aus. Also selbst sie hat wirklich einen Unterschied gemerkt. Es ist ein ganz toller Conditioner, von dem ich glaube, jeder, der trockene Haare hat, jeder, der selbst keine Extension hat, sondern einfach sagt, ich habe unfassbar trockene Haare. Ich habe sogar gelesen in einigen Bewertungen, dass einige einen ganz kleinen, so eine Erbsengröße, ne? So eine ganz kleine Erbsengröße nehmen, sich das in die Hand reiben und dann ins Handtuch trocknen, aber wirklich nur ganz nach unten machen und es nicht mehr auswaschen. Das habe ich jetzt nicht probiert, aber könnt ihr ja mal machen. Vielleicht ist das sogar noch das absolute Geheimrezept für diese Conditioner. Ganz klasse. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir sind durch mit dem asiatischen. Ich wollte auch mal ein asiatisches Make-up machen. Ich habe mir so ein paar Make-up-Sachen auch bei YesStyle diesmal bestellt, wo ich teilweise ein bisschen geguckt habe. Ich habe mir so eine Lidschattenpalette, ne? So mit 3 Farben. Und du hast ja kein Größenverhältnis, ne? Wenn du da bei YesStyle guckst. Und da kam das Ding an, da war das wirklich so groß. Ich habe noch nicht mal einen Pinsel, der so klein ist, um da reinzukommen. Aber ich fände es trotzdem mal lustig, euch mal vorzustellen. Die stehen ja so auf diese Küchen. Also, ne? Diese... Ich glaube, von Nivea gibt es das auch, diese Kissen Foundation. Ne? Im Prinzip, das ist ja im Prinzip eine Foundation, die einfach nur auf so ein Kissen gemacht wurde, aber davon haben sie Tausende und das finden sie ganz toll. Davon habe ich mir auch 4 bestellt und was soll ich euch sagen?
die Asiaten haben irgendwie eine andere Hautfarbe als ich. Die finden ja alles, was so weiß und irgendwie rosé ist, ganz toll. Von denen kann ich, glaube ich, maximal eins benutzen. Aber ich stelle euch das mal vor. Das haben wir bestimmt Spaß miteinander. So, ansonsten genug gequatscht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, es geht euch gut. Fühlt euch umarmt und gedrückt und geküsst. Bis dann. Ciao. Shall I do some done?